Sehr geehrter Herr Dr. Staudinger, wir haben in einer anderen Lektion schon über Extremereignisse gesprochen. Und jetzt würde ich mich gerne nochmal über die Umweltveränderungen und Auswirkungen diese nochmal ein bisschen thematisieren. Gehen wir jetzt also mal weg von den Extremereignissen. Welche Umweltveränderungen können Sie denn feststellen, die die ureigenen Aufgaben der ZAMK betrifft? Naja, ureigenen Aufgaben der ZAMK ist natürlich ein dehnbarer Begriff, weil gerade die Umweltauswirkungen fallen sehr oft in andere Fachbereiche, wie zum Beispiel Biodiversität, wie zum Beispiel Geologie, wenn man an Permafrost denkt, wie zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft, wenn man an die geänderten Vegetationsperioden denkt. Aber es ist für uns extrem wichtig, auch mit Land- und Forstwirten, mit Beobachtern, mit Crowdsourcing zusammen zu sehen, wie die Vegetationsphasen sich verschoben haben. Wie der Frühling früher beginnt, wie der Herbst länger dauert. Das zu sehen und dann zusammen mit diesen Fachrichtungen zu diskutieren, was bedeutet es? Was hat es im Monitoring bedeutet von gestern zum heute und was bedeutet es von heute zum morgen? Also das ist extrem wichtig geworden und die Verbindung zu diesen Fachgebieten ist wesentlich intensiver geworden in den letzten Jahren. Mhm. Können Sie in den Umweltauswirkungen denn auch differenzieren zwischen Veränderungen in der Umwelt, die mal unabhängig vom Klima, vom Klimawandel stattfinden, gegenüber denen, die in der Tat durch den Klimawandel initiiert oder verstärkt werden? Können Sie das differenzieren oder ist das letztendlich für Sie als ZAMK nicht relevant? Sie messen, was für Veränderungen sind, aber es ist letztendlich nebensächlich, sage ich mal, provokant, ob das jetzt aus dem Klima kommt oder aus zum Beispiel an Landnutzung. Ja? Nein, sicherlich nicht. Also es ist absolut relevant für uns. Nur wiederum, das ist in Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten, nur gemeinsam sichtbar. Und wenn man das Beispiel, wenn Sie Landnutzung ansprechen, wenn man sieht, wie Flächennutzung in Österreich in den letzten Jahrzehnten passiert ist, also seit 1945 ist in Österreich eine Fläche von der Größe von Oberösterreich asphaltiert worden. Ja. Und das hat natürlich, dort wo es passiert ist, war nicht eine Fläche, sondern dort wo es passiert ist, hat es Auswirkungen auf das Mikroklima. Und darum ist es extrem wichtig, bei Modellen zum Beispiel sagen zu können, wenn eine große Fläche asphaltiert oder versiegelt wird, was bedeutet das für den Abfluss, was bedeutet für das Mikroklima in der Umgebung und was sind das für Auswirkungen. Und hier mit anderen Fachgebieten, auch wieder mit der Landwirtschaft zusammen zu sehen, was ist diese dramatische Änderung in der Biodiversität, diese Artenreduktion, die passiert ist und die noch weiter schnell fortschreiten wird. Was ist aufgrund unterschiedlicher Bewirtschaftungsmethoden zurückzuführen, weil Monokulturen, wo gestern noch sehr anders gewirtschaftet wurde, und was ist auf den Klimawandel zurückzuführen? Diese Sachen auseinanderzuhalten und differenziert zu analysieren, ist extrem wichtig, um entsprechende Maßnahmen dann treffen zu können. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, dass vielleicht auch einige der Änderungen, die dem Klimawandel zugeschrieben werden, eigentlich über eine Landnutzungsänderung hervorgerufen werden? Es kommt davon, wer diese Änderung wem zuschreibt. Also wenn man in irgendeinem kleinformatigen Blatt liest, das ist so, das ist noch nicht die ganze Wissenschaft. In der Wissenschaft wird es von den einzelnen Fachrichtungen sehr differenziert betrachtet. Mhm. Da müsste man sich auf eine konkrete Aussage dann präzisieren und sagen, der und der hat das und das gesagt. Da haben Sie gerade hervorgehoben, dass die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen so elementar ist. Hat sich da etwas geändert in den letzten Jahren? Und wenn ja, wie betrifft das denn auch das Kerngeschäft von der ZAMK? Ich glaube, Kerngeschäft ist jetzt vielleicht ein nicht passender Begriff, weil unsere Aufgaben haben sich natürlich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte permanent geändert, weil die gesellschaftlichen Anforderungen anders sind und weil die technischen Möglichkeiten anders sind. Aber was die Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten betrifft, ist es wesentlich intensiver und weiter geworden. Auch weil die Fachgebiete sich selbst differenziert haben und weil die Fachgebiete selbst sich geändert haben. Und hier immer die richtigen Andockstellen zu finden auf den Universitäten, in den Forschungseinrichtungen, in der Wirtschaft und in den sonstigen Bereichen und hier die richtigen internationalen Verbindungen zu finden. Das ist eine permanente Aufgabe für alle Wissenschaftler, aber auch fürs Management, hier die Antennen auszustrecken und die richtigen Verbindungen aufzubauen und gemeinsam zu arbeiten. Das war ja auch extrem erfolgreich von den Forschungsprogrammen FP5 bis Horizon 2020 und jetzt im neuen Programm,
wo man seitens der Kommission systematisch versucht, gute Konsortien zusammenzubringen. Und wir sind an der ZMG in vielen Konsortien Beitragslieferanten, in anderen sind wir führend tätig. Aber es wird immer auf einer Beziehung aufgebaut, wo man weiß, was kann der andere, was können wir gemeinsam. Jetzt definiert ja die ZAMG sicherlich diese Fragen und die Aufgaben für sich selbst und überlegt sich, welche Informationen, Daten sie bereitstellen kann für diese Fragen des Klimawandels. Aber kommen denn auch aus der Gesellschaft heraus spezifische neue Anforderungen an die ZAMG? Absolut, permanent. Ja. Und wir definieren es auch nicht für uns selbst, sondern wir diskutieren die Strategie mit sehr vielen Stakeholdern. Und wir sagen, das ist unsere Meinung, was meint ihr dazu? Und dann kommt man zu einem Endergebnis, das oft ein bisschen anders ausschaut, oft ganz anders ausschaut. Und sonst sind natürlich die gesellschaftlichen Anforderungen, die werden in vielen Fällen durch Aufträge, durch Forschungsaufträge und durch die Calls der großen Rahmenprogramme definiert, die wir auch zum Teil mitdiskutieren und mitformulieren können. Und zum Teil sind wir dann Antworten auf diese Aufrufe, bestimmte Fachgebiete, weil sie gesellschaftlich relevant sind, speziell zu betrachten und zu untersuchen. Ja, wir sprechen jetzt vor allem auf institutioneller Ebene. Ja. Aber wie schaut es denn mit den eigentlichen Betroffenen aus? Es gibt ja viele Akteure und es gibt die eigentlichen Betroffenen, die Bevölkerung. Kommen die auch auf Sie zu und sagt, dass sie bestimmte Informationen benötigen? Absolut. Und falls ja, hat es Konsequenzen für die ZAMG, auch vielleicht im Sinne von neue Einheiten schaffen, neue Medien bereitstellen? Ja. Also können Sie das ein bisschen ausführen? Man braucht nur meine Mailbox und die Mailbox meiner Kollegen anschauen. Das sind täglich Fragen von draußen, die wissenschaftliche Natur sind, die oft nur reine Beobachtungen sind. So das und das ist passiert, ist das Klima nicht verrückt. Man braucht sich nur unsere Facebook-Seite und unsere Twitter-Seite anschauen. Wir beschreiben einen bestimmten Sachverhalt, wie viel rückgemeldet wird. Man braucht sich nur die Crowdsourcing-Aktivitäten anschauen, die wir machen, wo zum Beispiel über Phänologie, welche Pflanze kommt wann und was hat sich wie geändert. Über Extremereignisse, die Spotter, die schauen, wo ist ein Tornado, wo ist ein starkes Gewitter. Also da passiert sehr viel in Interaktion mit der Bevölkerung, die sagen, das habe ich beobachtet, was bedeutet es? Oder die Vorträge, die unsere Leute im Land sehr häufig machen, wo eben mit den Leuten diskutiert wird, was bedeutet es für den Einzelnen und was kann man dagegen machen bezüglich Mitigation, sprich unser Verhalten und Adaption, sich vorbereiten auf das Klima von morgen. Herr Staudinger, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.